man. Echt mies heute. Trinkst du diese? Okay, was soll's? Was ist das? Blöd, weiß ich nix. Muss besser machen, diese. So. Blöd. Zucker. So, blöd. Da. So. Ich weiß nicht. Okay. Okay. Hallo. Ich bin Dimi. Den heute nix hier und ich mache ab heute für immer diese Kanal. Den sagt ist okay und ich mache jetzt. Ab heute nix mehr Dens Dosis. Heute ich sage herzlich willkommen Dimi Dosis. Bleib. Alter, ey, mach dich ab! Dimi, mach dich ab! Wir haben abgemacht, dass ich zwei von deinen Stories erzähle und ich werde dich auch nicht irgendwie dumm dastehen lassen, sondern ich erzähle die Stories exakt, wie es abgelaufen ist, okay? Also, relax, setz dich hin und lass mich mein Ding machen. Und noch was, Dimi, das hier ist mein Channel, das hier ist mein Show, das hier ist Dan's Dosis. Let's go! What's up everybody, hier ist der Dan am Start und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dan's Dosis. Letzte Woche habe ich euch ja erzählt, wie es abgelaufen ist mit diesem Gerichtsprozess, wie es für mich war, mit diesen JVA-Limousine hin und her gefahren zu werden und. Und letztendlich, wie ich mit einer höheren Strafe verurteilt wurde. Ich habe euch danach gesagt, ihr könnt entscheiden. Entweder ich erzähle euch heute die Geschichte, wo ich dank eines russischen Geheimrezepts sowas von weggeschossen war, oder ich erzähle euch, wie die Russen bei uns in Haft gestreikt haben und danach auch komplett Randale gemacht haben. Ihr habt euch, war auch nicht anders zu erwarten, für das Draufsein auf russische Art entschieden. Also, let's do this. Es war so gewesen, ich kann mich erinnern, als wäre es gestern, ne? Es war ein Tag, wo es mir nicht gut ging in Haft. Ne, also man darf nicht vergessen, auch wenn deutsche JVA in der Regel etwas besser sind wie andere Länder, ne, man ist aber trotzdem immer noch in Haft. Man hat immer noch seine Freiheit, die weg ist. Man kann seine Familie nicht einfach besuchen. Man kann nicht machen, worauf man Bock hat. Ne? Man ist hinter Gittern und es gibt einfach Tage, wo dich das extrem belasten kann. Und das war so ein Tag. Ne? Es ging mir einfach nicht gut an den Tag. Ne? Dann habe ich eine Durchsage gehört. Herr Dan, kommen Sie bitte zum Beamtenbüro. Herr Dan, bitte. Ich so, okay, was ist denn das jetzt? Stehe ich auf, gehe ich zu dem Beamten und der gibt mir so einen Briefumschlag, ne? Und da stand so draußen wichtiges Dokument. Und ich so, was ist das, Alter? Ich nehme das, gehe in meine Zelle rein und ich mache das auf und ich sehe, das war mein aktualisierter Haftplan. Ne? Also da stand drauf, von wann bis wann ich in Haft bleiben muss. Und das war jetzt aktualisiert worden, weil ich ja vor 2 Wochen diesen Gerichtsprozess hatte. Und jetzt habe ich anstatt 22 Monate, habe ich 28 Monate verbüßen müssen. Ne? Und das stand jetzt schwarz auf weiß, dokumentiert,
dass ich jetzt 6 Monate noch on top da bleiben muss. Mein Tag war eh schon nicht gut gewesen und dann kam auch noch das hier on top und ich war so abgefuckt, Mann. Ich schwör's euch, ich war so abgefuckt von diesem Laden, von dem ganzen Scheiß und ich hab echt gedacht, ich komme hier nie wieder raus. Ja? Wer weiß, was die noch da draußen finden würden, ne? Ich meine, der Richter hat zwar gesagt, dass auch wenn die Polizei mehr finden sollte, was ich gemacht habe, dann wird es keinen neuen Prozess geben, ne? Aber Alter, was weiß ich, was die noch herausfinden? Was weiß ich, was die noch finden, was ich gemacht habe? Weil was ganz sicher steht, da draußen sind noch sehr, sehr viele Sachen, die ich gemacht habe. Und ich kann nicht 100% sagen, dass, wenn die das rauskriegen, dass es dafür kein Gerichtsverhandlung gibt, ne? Manche Sachen waren so krass, also das würde mich echt wundern, wenn die dann wirklich sagen würden, okay, wir haben gesagt, das hier ist eine Gesamtstrafe und das hier werden wir jetzt nicht neu aufarbeiten. Yo, wie dem auch sei, es war wie es war. Ich habe das jetzt in meiner Hand gehabt und da stand halt drauf, dass ich noch länger drin sein muss. Und deswegen war mein Tag, der eh schon kaputt war oder der kaputt gestartet hat, noch mehr im Arsch. Yo, ich saß dann also bei mir auf dem Bett, hab eine Kippe geraucht und wisst ihr, es gibt manche Menschen, man hört an ihren Gang, wer das ist. Ne? Und diese spezielle Russe, Dimitri, der ist immer, also ein Bein hat er immer ganz normal angehoben und das andere ist immer so hinterher geschliffen. Ne? Ich konnte einfach sofort erkennen, dass er das ist. Ne? Und er und ich, wir hatten auch immer so einen kleinen USA-Russland-Beef gehabt. Kein ernsthafter Streit oder so, ne, sondern USA gegen Russland, ne. Wir haben uns immer so gegenseitig Sachen hin und her geschoben, ne, und das war eigentlich ganz cool. So, und ich sehe oder ich höre, wie er so vorbeiläuft und aus meinem Augenwinkel raus sehe ich, wie er an meine Tür vorbeiläuft und so reinguckt. Er läuft an meine Tür dann so vorbei und ich höre, wie er so stehen bleibt und so wieder Schritte nach hinten geht und dann so in meine Zelle guckt. Der so, den, alles okay, bleh. Und ich so, ah, Digga. Ich so, na, heute, der so, was hörst du? Und ich so, ja, wieder diese Verlängerung wegen Haft und ist einfach nicht mein Tag. Und ich sehe, wie er so steht, der guckt so ein bisschen überlegend, ne, der so, willst du besser fühlen heute? Und ich so, was meinst du besser fühlen? Der so, kommst du in 10 Minuten auf meine Zelle? Und ich so, okay, alles klar, ich komm. Ich habe mir dann ein paar Kippen vorgestopft. Nach 10 Minuten, ich gehe so zu seiner Zelle und ich merke so, seine Zellentür war zu gewesen. Und normalerweise, wenn wir Aufschluss hatten, da war seine Zellentür immer auf. Der hat es wirklich selten zugehabt, ne? Und ich klopfe so und ich so, hey, yo, Dimitri, ich bin's. Und der macht dann so auf und der so, komm, Blick, komm, schnell. Ich gehe rein, der macht sofort die Zellentür zu und ich merke schon, Alter, da war ein Duft da drin. Ein ganz ungewöhnlicher Duft, ja. Ich habe das so noch nie gerochen. Es war würzig, ja, so ein würziger Duft. Ich konnte das am besten wie mit einem Tee. Ja, so ein Tee, aber es war kein normaler Tee. Es hat einfach so in etwa gerochen, aber so wie ich es noch nie gerochen habe. Ein ganz neuer Duft für meine Nase. Jo, und dann der so, setz dich, Blitz, setz dich. Jo, und ich setz mich hin und der stellt dann so 2 Becher hin, ne? In Haft bekommst du so Trinkbecher von der Haftanstalt. Du kannst dir auch dort im Laufe der Zeit von deinem Einkauf kannst du dir auch eine richtige Tasse kaufen, aber diese Trinkbecher bekommst du trotzdem halt von Haft. Das gehört zum Anfangsinventar oder sowas, ne?
Ja, und der stellt mir so, der stellt so zwei Becher auf den Tisch und der so, hör zu, Bled. Diese Becher, du trinkst auf Ex und den nächste, was ich dir gebe, dann du genießt diese langsam. Und ich so, ja, trinkst du mit? Der so, ja, da, natürlich, Bled. Und ich so, okay, ich so, was ist das? Der so, trinkst du einfach? Ich so, nein, Alter, ich trinke nicht einfach, was ist das? Der so, das hier ist Jaffier. Kennst du? Und ich so, Jaffier, noch nie gehört. Der so, kennst du Schwarztee? Und ich so, Schwarztee, schwarzer Tee? Der so, da. Und ich so, ja klar kenne ich das. Und der so, in Russland gibt es diese Schwarztee, aber nichts, was du kannst kaufen im Geschäft. Das hier ganz Untergrundtee, ganz schwer zu bekommen, weil wenn du trinkst, ich so, echt? Der so, da bleibt, richtig. Ich so, Alter, okay, ich habe ja schon gehört. Ich meine, es ist ja bekannt, dass wenn man zum Beispiel, ja, viel Schwarztee trinkt oder auch grüner Tee, ne, dass das schon dich sehr nach vorne pushen kann, ne, aber ja, also so wie er es hingestellt hat, hat sich das schon eher wie eine Droge angehört, ne, und nicht etwa einfach wie ein Tee, was dich nach vorne pusht. Er hat mir dann auch erzählt, dass dieses Chef hier gar nicht so in der Gesellschaft dort oft getrunken wird, sondern vielmehr wird das für die Insassen entweder in russischen Gefängnisse oder in sogenannte russische Gulags. Ne, das ist auch so ein Anstalt, ne? Und dieses Tee trinken die wenigsten Leute draußen, sondern schicken das vielmehr den Insassen, ne, weil die damit viel mehr anfangen können in Haft. Ne, und er hat gemeint, dass er das überhaupt nach Deutschland zugeschickt bekommen konnte und dass er das überhaupt in seine Zelle hat. Gemeint, das ist wie ein Wunder, ne, weil in Haft wird natürlich jedes Paket durchsucht und die haben einfach gedacht, das ist ein ganz normaler russischer Tee. Die wussten halt nicht von dieses Chefir, genauso wenig wie ich das davor kannte, ne. Er hat mir zu mir gesagt, das erste Becher trinke ich auf Ex und das zweite genießen wir dann, ne? Und ich so, okay, was soll's, Alter? Ich meine, so umhauen kannst mich ja jetzt nicht, ne? Alter, hab ich gedacht. Der so, okay, bre, na zdrowie. Und ich so, okay, cheers, man. Wir stoßen an. Ich trinke das Ding auf Ex und ich schwör's euch, ne? Ich schwör's euch. In dem Moment, wo ich so den letzten Schluck so runtergetrunken habe. Ich schluck das so runter und es war so, als wenn, kennt ihr das, wenn man so seinen Kopf so anschlägt und es geht kurz so brrrr, ne, oder man nach so seinen Hinterkopf anhaut oder irgend sowas, ne, irgendwas so mit seinem Kopf, dann brrrr, geht's erstmal so kurz brrrr. Und so war das, es hat sich für mich angefühlt, als ich das getrunken habe, als hätte jemand meinen Hinterkopf geklatscht, ne, und ich dann so, oh, was war denn das? Und der guckt mich so an, oh, hat dich der Durak geschlagen? Und ich so, Durak, ist Durak nicht Esel oder sowas? Der so, nein, ist Idiot, hat er dich so gemacht? Und ich so, ja, Alter, hat er. Der so, ja, Blät, Alter, das hier kein Mist. Und ich so, was ist denn das, Alter? Ich so, wenn er sie, wenn er das schon kennt, ne, dass wenn ich das trinke und er das schon kennt, dann ist das ja eine echte Sache, ne, was diese Art von Tee mit Leuten macht. Ne, sonst hätte er ja nicht gewusst, was ich eben gerade gespürt habe. Ne, also das war schon, das hat schon sehr, sehr strange diese Session gestartet. Ne. Ich so, wow, Alter. Und ich schwör's euch, das ging so rapide schnell, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, Mann, das hier ist kein Koffeinrausch oder sowas. Das hier ist wirklich, puh, Alter, ich saß dann da und ich habe so direkt gemerkt, erstmal, ich habe von Kopf bis Fuß so krass angefangen zu schwitzen, ne? Ich so, boah,
Ich wurde dann auch so unruhig und so und der so, oh Blatt, wartest du, wird noch krasser und krasser. Und ich so, Alter, noch krasser. Ich so, was ist da? Ich so, das ist nicht einfach nur Tee, was ist das? Das ist nichts normaler Tee, Mann, das kannst du nicht so kaufen. Und ich so, Alter, ja, kein Wunder, dass du das nicht so kaufen kannst. Denn das, was ich gerade fühle, man einfach so in irgendeinem Laden kaufen kann, dann stimmt irgendwas nicht, ne? Ich so, oh, Alter, was ist das? Ne, und ich sehe dann, wie er so, der hat so ein Teepress-Ding gehabt, ne? Also so ein Teefilter. Der hat Tee genommen, richtig viel, also richtig, richtig viel davon hat der in seinen Teefilter reingemacht. Und der hat, ich schwöre, so wenig Wasser darauf, so wie der das gemacht hat, das war kurz vor dickflüssig, ne? Das war so eine krasse Portion, das war so krass, ne? Und dann gibt er mir dann dieses zweite Becher, der so, so blöd, das genießt du jetzt. Und ich so, genießen, Alter. Ich bin jetzt schon voll weggeschickt. Was ist das, Alter? Wie soll ich das noch trinken? Der so, ja, blöd, das hier ist jetzt anders. Das hier trinkst du langsam. Ich so, boah, Alter. Ich konnte nicht glauben, dass ich da saß und dieses Chefir-Zeug getrunken hab, ne? Und dass ich so truff war, ne? Und das Schwitzen und mein Herz ist voll am Pumpen und ich war voll unruhig und wir zwei, wir haben auch die ganze Zeit voll den Laberflash gehabt, ja, und der hat mir dann so erzählt, also ihr müsst auch verstehen, was das überhaupt für eine Art von Russe ist, ne? Das war einer, der hatte, also es war ein krasser Typ, ne? Das war wirklich ein krasser Typ, der hatte so diese russische Ringe, also diese Tätowierung, was die Russen an ihren Finger haben, ne? Und der war in so eine russische Organisation und der hat zu mir gesagt, das Einzige, was in sein Leben zählt, ist diese russische Familie. Ne? Er hat gemeint, dass die Regeln, die dort drin aufgestellt sind, das ist das, wonach er lebt. Ja? Und er hat zu mir gesagt, dass Haft, das ist für ihn keine Bestrafung, das ist für ihn kein Zeit, die er absitzen muss. Er hat gesagt, diese Zeit da drin ist für ihn ein Teil von diesem Beruf, was er ausübt in diese Familie. Er hat gemeint, das hier gehört zu meinem Job, das hier ist ein Teil von meinem Leben und das hier ist für mich nichts Gefängnis, das hier ist mein Job. Und so, Alter, das ist krass, Alter, wenn man das so sieht, ne, wenn man wirklich so sieht, dass das so sein Job ist, ne, dass es ein Teil vom Beruf ist. Es gab nur einer in meinem ganzen Leben, der das auch so gesagt hat. Ich habe euch doch mal die Geschichte erzählt, wo ich ein, zwei Monate lang Glas genommen habe, obwohl ich dachte, es wäre Speed, ne, also der hat das Glas in das Schnelle gemischt, ne, und dieser Verticker von meinem Verticker, ja, der hat mir damals auch gesagt, Digga, wenn du wirklich Verticker bist, wenn du dich wirklich für diesen Weg entscheidest, dann musst dir bewusst sein, dass Knast ein Teil dieser Job ist. Ne, und genau das, was der deutsche Ticker mir damals gesagt hat, genauso oder so ähnlich zumindest, hat auch dieser Russe mir das jetzt erklärt. Das hat mich sehr fasziniert irgendwie, weil die haben ihr Leben diese Sache gewidmet, ne? Das ist keine Phase oder sowas, ne? Die haben ihr Leben das hier gewidmet, ne? Und ganz oder gar nicht. Und du kommst da auch nicht raus. Und der hat mir dann auch, als wir in diesem Flash waren, ne, der hat mir auch erzählt, was diese Ringe alles bedeuten. Er hat gesagt, es gibt viele Leute, die stechen sich das selber oder die lassen sich das stechen von Leuten, die das angeblich dürfen. Aber er hat gesagt, nur bestimmte Menschen dürfen dir diese Ringe verpassen. Und das darf keiner einfach so machen. Ne? Weil ich habe schon oft im Knast gesehen, dass viele Leute diese Ringe haben an den Fingern. Ne? Und er hat gesagt, die Hälfte von denen dürfen das gar nicht haben. Es war dann so, dass ich dann das zweite dann auch getrunken habe. Immer so, aber schlückchenweise, weil, Leute, das war so intensiv und das war so, das hat auch so
das war einfach zu intensiv, der Geschmack, aber nicht, weil er es so dick gemacht hat, sondern einfach dieser Geschmack an sich. Auch beim ersten Becher, was ich getrunken habe, war das der Geschmack schon sehr extremst intensiv. Hatte auch nichts mit schwarzer Tee zu tun. Ne, also es war ein ganz einzigartiger Erlebnis auch, was ich hatte. Ne, also das war für mich ganz was Neues, ne, dass so ein Getränk mich so schieben kann, wie schnell es. Ne, das hätte ich nie gedacht. Was heißt nie gedacht? Ich habe das einfach nie so erlebt und ja, da sitze ich nun und bin komplett aus allen Wolken geschossen, ne, weil der mir halt dieses russische Chefir verpasst. Yo, Alter, es war sehr, sehr krass, ne, und es war dann auch so, dass unser Aufschluss dann langsam zu Ende war. Das heißt, dass seine Zellentür zugeschlossen wurde und ich war mittlerweile Hausarbeiter gewesen. Nachdem meine Arbeit fertig war, wurde dann auch meine Zelle zugeschlossen. Aber es war ansonsten immer durchgehend auf, ne? Was ein sehr großer Vorteil ist, wenn du Hausarbeiter in JVA Hünfeld bist. In meine Zelle war ich aber so was von weggeschickt, ne? Dass ich auch nicht, ich konnte nicht pennen. Also schlafen ging gar nicht. Ne? Ich war richtig drauf. Ne? Und es war aber auch irgendwie okay. Ne? Ich habe mich damit arrangiert und es war irgendwie auch okay gewesen, ne? Weil es hat mich auf jeden Fall abgelenkt von diesen schlechten Laune, was ich vorher hatte und so. Ne? Und am nächsten Tag war dann wieder Aufschluss. Dimmi hat sich dann in meine Zelle reingesetzt und der so, und wie geht dir, Blatt? Und ich sehe schon an seinen Augen, dass der auch komplett durchgepeitscht ist. Ne, der so, und Blatt, geht gut. Und ich so, yo, ich bin immer noch am Start. Der so, ja, ich auch, Blatt. Willst du noch? Ich so, nee, wow. Ich so, nee, das ist okay, Mann. Dankeschön, aber nee, das passt jetzt erstmal, ne? Und dann ist Folgendes passiert, ne? Es war dann Essensverteilung und ich habe dann so mitgekriegt, ich fahre dann so, der geht dann so in seine Zelle und so, ne, und es war dann Essensausgabe. So, und ein Job als Hausarbeiter ist das Essen zu verteilen, ne, und ich laufe dann so, wir bringen das Essen an den Zellen von den Häftlingen, ne, und ich merke dann, es gab so drei Russen auf diese Station, wo wir waren. Und alle drei Russen haben ihr Essen nicht gegessen. Und ich so, hä? Was ist denn jetzt los? Ich weiß und ich werde niemals das essen, verstehst du, Blatt? Ich so, ey, Dimmi, ess doch mal dein Essen. Du kannst essen. Ich werde nichts essen. Ich hab Pakt und ich werde das nichts essen. Nach einer Woche gab es so eine Randale von den Russen. Yo Leute, Dankeschön, dass ihr heute wieder mit am Start wart. Es gibt am Dienstag ein Special bei Alina's Addiction. Da ist ja Halloween und wir machen eine Halloween-Folge für euch. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Steigt auf jeden Fall damit ein. Dann am Mittwoch gibt es natürlich den Livestream. Nur, dass ihr auch schon mal Bescheid wisst. Ich werde eine Special-Folge bald raushauen und zwar, wieso der Frankfurter Bahnhofsviertel uns immer wieder anzieht. Ich bin ein bisschen näher auf diese Frage drauf eingegangen, also bleibt gespannt, Leute. Wenn euch das hier alles gefällt, ihr tut mir den größten Gefallen, wenn ihr auf Gefällt mir drückt, also mein Video einen Daumen hoch geben und wenn ihr mir in den Kommentaren was hinterlässt, so könnt ihr mein Video am meisten pushen. Ich danke euch, dass ihr hier mit am Start seid, Leute. Ihr seid echt die Besten. Passt auf euch auf, lasst euch gut gehen. Wir sehen uns bald. Ich bin raus. Peace!